lade dich ein, diesen bewussten Schritt nach innen zu setzen. Es ist Zeitqualität des Morgens. Und jede Hochkultur fordert ihn ein als einen bewussten Schritt in die eigene Mitte. Dieses innere Kräftespiel in dir, die Stimmung zum heutigen Tag, die Offenheit für den heutigen Tag, mit all seinen Themen und Überraschungen. Und mach dir bewusst, jeder Neubeginn wird ein Erfolgserlebnis oder eine Lernaufgabe für dich beinhalten oder vielleicht beides. Zug. Für Ausatemzug, lass dich tiefer fallen in die Entspannung. Entsteht aus der Mitte, kommen und gehen deine Atemzüge. Und jetzt ist es so leicht, mit jedem Ausatem zu einem Ausatemseufzer zu werden. Und vielleicht sogar die größeren oder kleinen Muskelgruppen, die dich noch halten möchten, lass sie los. Einfach loszulassen, geht fast von selbst. Und verbindet sich mit dieser Qualität deines Ausatems. Erinnere dich in deinem Leben, du irgendetwas geschafft hast, eine Prüfungssituation, was es auch immer war. Es liegt nichts so nahe wie ein Ausatemseufzer. Und es ist der Atem, der dich verbindet mit dieser Ebene jenseits der gesprochenen Worte, wo du im Hals und im Nacken im besonderen Maße öffnen und loslassen kannst. Diese symbolische Engstelle zwischen Kopf und Körper, Sitz unserer Bedenken, unserer Ängste und Zweifel, stell sie frei. Mach sie weit, mach sie auf. Als könnte der Hals und der Nacken im Ausatemseufzer zerfließen. Und dann lass diese Entspannung über die Schultern hinausfließen, bis in deine Hände, bis in die Handflächen und Fingerspitzen. Und es ist so leicht, an deinen Rücken zu denken und einzuatmen. Und dein Rücken füllt sich mit frischer Luft. Mit dem Ausatemzug, lass ihn los. All die großen und kleinen Muskeln rund um deine Lebensachse, rund um deine Wirbelsäule. Einfach loszulassen und tauch ein in dieses Gefühl, getragen zu sein. Ohne zu wollen, zu sollen oder zu müssen. Wisse einfach, dass die beste Vorbereitung für Leistung und Performance die Entspannung ist. In deiner Entspannung liegt deine Kraft. In deiner Spannung wirst du deine Kraft verbrauchen. Hol sie dir jetzt. Stell all deine Weichen im Organismus auf Wiederherstellung verbrauchter Kräfte, und es ist Zeitqualität des Morgens. Während du dich ein Stück tiefer spürst, über den unteren Teil deines Rückens, über den tiefen Anteil deiner Bauchmuskeln ins Becken, in diese energetische Beckenschale, die großen Muskeln am Gesäß, in die kleinen am Beckenboden, und spür dich einfach hinein in dein Becken. Verbinde es mit dem Einatmen und du wirst spüren, dein Becken hat auf ganz eigene Art und Weise Anteil an deinen Atemzügen, die da kommen und gehen. Und lass mit einem der nächsten Ausatemseufzer sehr bewusst im Becken los und gib den Impuls frei hinaus in deine Beine. Bis hinunter zu den Fußspitzen. Lass einfach los. Tauch ein in den Rhythmus deines Atems. Es atmet dich. Dann ist es so leicht,
zurückzukommen zur Schaltzentrale am Kopf. Dort, wo all deine Ideen und Gedanken zusammenlaufen, entspringen. Es reicht, an deinen Kopf zu denken und mit dem Ausatemseufzer, lass ihn los. Die kleinen Muskeln rund um deine Stirn, an deinem Antlitz und vielleicht sogar als letzten Impuls, der dich noch trägt, die Zunge im Mundraum, lass los. Um all deine Achtsamkeit frei zu haben für einen besonderen Augenblick deines Seins. Und der findet sich, den findest du in der Tiefe deiner Augenhöhlen. Spür dich hinein. Irgendwo hinter deinen geschlossenen Augenlidern wartet dein inneres Lächeln auf dich. Dieses besondere Gefühl der Präsenz, der Wachheit des Daseins, diese direkte Verbindung mit deiner Herzlichkeit und deinem Wohlwollen, deiner Offenheit für deine Anliegen und für die Anliegen der anderen, für dein Wachstum und für kollektives Wachstum, für deinen Erfolg und den Erfolg aller. Spüre dieses Lächeln, blase es an mit dem Einatemseufzer, als könntest du es anblasen wie die Glut eines Holzfeuers. Und irgendwann wirst du spüren, dass sich deine Augenhöhlen jetzt oder bald mit diesem Lächeln füllen und dass dieses Lächeln vielleicht sogar hinausschwappt. Ein paar Millimeter unter deiner Gesichtshaut zu strahlen beginnt, als Zeichen der Entspannung, als Zeichen des Loslassens, als Zeichen deiner Regeneration, deiner Wiederherstellung verbrauchter Kräfte körperlich und mentaler Art. Ist es dieses Lächeln, das du mit dem Ausatemzug in deinem ganzen Organismus verstreuen kannst? Du hast genug davon. Und werde auch Zeugin und Zeuge, wie anders es sich anfühlt, dieses Lächeln, im Vergleich zum Grinsen des Gesichtes. Eine ganz andere Qualität. Eine Qualität, die aus der Tiefe kommt, aus deiner Kraftquelle. Zug für Atemzug. Kommen und gehen, deine Atemzüge. Kommen und gehen, all deine Ideen und Gedanken. Lass sie kommen, lass sie auch wieder gehen. So wie Wolken, die der Wind über den Horizont trägt. Und dann, und es ist so leicht, dieses innere Lächeln einzuladen zur Mitarbeit am neuen Tag. Es möge dich begleiten, egal was du machst, beim Essen oder beim Verbrauchen, beim Arbeiten oder beim Ruhen, beim Bewegen oder in der Stille. Bei Kopfarbeit oder beim Körper. Lade dieses innere Lächeln ein. Es ist die Basis deiner Kraft, weil es genau deine eigene innere Kraftquelle bedeutet. Deine besondere Urprinzipienmischung antönt. Das ist die unendliche Quelle deiner Kraft und deines Wohlwollens. Dieses Lächeln verbindet dich mit der Sonnenseite deines Seins. Und spüre ihr nach, sie ist immer da,
Auch wenn Gedanken und Probleme so wie Wolken über den Himmel ziehen und ich vielleicht sogar manchmal abdunkeln. Dahinter ist die Sonnenseite deines Seins. Diese Verbindung aufrecht zu erhalten, stützt dich, stützt und schützt dich. Lässt dich nie abgleiten ins Burnout oder in Mangelzustände. Garantiert deine Mitte. Dort, wo jetzt es dich atmet. Und dann, und ohne irgendetwas von dieser inneren Sonnenseite zu vergessen, verbinde dich mit einem tiefen Einatemzug. Verbinde dich mit einem Einatemseufzer. Und du spürst die kleinen Impulse, die dich bewegen, regeln oder strecken möchten. Dehnen oder gähnen, so wie eine Katze am Morgen. Komm zurück und lade all die Muskeln ein zur Mitarbeit am neuen Tag. Genüsslich. Bei geschlossenen Augen in alle Richtungen und Ebenen dich zu regeln und zu strecken, zu dehnen und zu gähnen. Ist willkommen. Und dann. Öffne langsam wieder die Augen und komm zurück in deinen Tag.